Rainer, 2:2 gegen den LASK. Was überwiegt denn bei dir persönlich, die Freude über das Traumtor oder der Ärger, dass ihr die 3 Punkte nur aus der Hand gegeben habt? Boah, da tue ich mir wirklich ganz schwer. Natürlich freue ich mich über meinen Treffer, aber ich glaube, wenn du 2:0 vorn bist, musst du das Spiel auch gewinnen. Vor allem der erste Gegentreffer war, glaube ich, in der 75., 74. Von dem her sehr ärgerlich, aber wir können extrem viel lernen aus der Partie. Vor allem was Mut betrifft, mit Ball, gegen den Ball, müssen wir wirklich, ja, da müssen wir uns an der eigenen Nase nehmen, dass das erste Halbzeit einfach zu wenig war. Zweite Halbzeit war es, glaube ich, viel besser. Und ja, speziell daheim müssen wir das einfach ja, souverän heimspielen lernen und es darf uns nicht passieren. Aber wir werden lernen daraus und nächstes Mal einfach besser machen. Du hast angesprochen, die erste Halbzeit, ich habe da schon gehört, zu verhalten, zu wenig mutig, haben Mitspieler von dir gesagt. Ja, das hat sich am Spielfeld wirklich nicht gut angefühlt. Vor allem, wir haben gar keinen Zugriff gehabt, wir haben die zweiten Bälle nicht gehabt. Der LASK, muss man sagen, hat das ganz gut gemacht, war intensiver wie in den letzten Spielen. Wir haben uns, glaube ich, gedacht, wir haben ein bisschen mehr Zeit. Und dann den Schalter umlegen im Spiel, ist dann ganz schwer. Von dem her, ja, ärgerlich, dass wir da nicht besser ins Spiel gekommen sind. Aber wir führen dann 2:0 und waren dann eigentlich super im Spiel. Und aus dem Nix kriegen wir eigentlich das 2:1, was eigentlich schon wehtut, weil das in der Form eigentlich nicht passieren darf. Und dann in der Nachspielzeit eben noch das 2:2, ist wahrscheinlich eine gefühlte Niederlage, wenn man in der 90. Minute noch 2:1 führt und dann in der Nachspielzeit den Ausgleich bekommt. Ja, wir wollten das unbedingt über die Zeit bringen, aber haben einfach nicht das Vertrauen gehabt im Verteidigen, was wir zum Beispiel im Derby gehabt haben. Den Mut, das tut richtig weh, aber es wirft uns nicht um. Von dem her, nächste Woche eine neue Chance. Ist, glaube ich, das Spiel startet bei 0:0. Und das werden wir dann besser machen. Reden wir noch von den erfreulichen Dingen. Dein Treffer zum 2:0, wie oft hast du schon Tore mit links eigentlich erzielt? Diese Saison habe ich schon 1 gemacht gegen Lustenau mit links. Also 3 Tore habe ich diese Saison, 2 mit links. Vielleicht spiele ich auf der falschen Seite. Muss ich mal reden mit dem Trainer. Aber ja, ich freue mich natürlich. Speziell gegen den LASK ist das für mich natürlich immer ein besonderes Spiel. Und ja, jetzt bin ich Austrianer und hoffe, dass ich noch einige so Tore machen darf. Aber ja, natürlich tut es schon weh. Was auch weh getan hat, war das Foul, wo du mit dem Stollen ein bisschen im Gesicht getroffen worden bist. Man sieht es auch noch, wie geht es da weiter? Stehen da jetzt Schönheitsoperationen an oder wie schaut das aus? Ja, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, bin ich ja nicht mehr. Von dem her muss ich mal mit meiner Freundin reden haben, was sie sagt. Aber ich hoffe, in 2-3 Tagen ist schon wieder gut. Ich freue mich einfach über mein Tor und über den Punkt, weil es nicht so einfach war, das Spiel. Und jetzt greifen wir einfach an nächste Woche.